So, da sind wir wieder. Das Laden hat wieder endlich geklappt. Wir können also nochmal 10 Minuten, 15 Minuten spielen, bevor Sherlock den Geist aufgibt und hier drin erstiegt. Erstiegt. Er ist erstiegen. Ich bin aber. Ich werde wahrscheinlich jetzt nicht mehr lange machen, weil ich irre hier wieder herum. Ich werde dann wieder auf einen Tipp von Zenonak LP warten und dann auch das Thema Buchhandel weiter vertiefen. Aber es ist wirklich frustrierend. Ich habe zwar die Sache hier mit dem Schreibtisch herausgefunden und habe mit dem Stuhl das hingekriegt. Ich glaube aber, wir müssen durch eine der beiden Türen es schaffen. Nur weiß ich leider überhaupt nicht, wo es weitergehen könnte. Und ich bin halt wirklich auch so gefrustet. Ich übersehe Dinge und das sehe ich ein. Und es ist für mich nicht spannend und es ist für euch nicht spannend. Wenn ich 5 Folgen lang einfach an einer Stelle rumtrottel, dann mache ich lieber eine kleinere Aufnahmesession, warte 2 Tage, bis ich einen Tipp kriege, mache dann kurzfristig irgendwie eine Aufnahme und fertig ist. Es ist keine schöne Spielweise, das weiß ich. Es ist für mich keine, für euch keine schöne Spielweise. Aber dieses Spiel hat den Punkt, wo ich sage, dass es Spaß macht, hinter sich gelassen. Ich will aber auch kein Spiel abbrechen. Ich will die Reihe schaffen. Und es ist so eine Sache. Vielleicht werde ich hier ein bisschen privat auch nochmal spielen. Also, dass ich offscreen ein bisschen hier in diesem Raum herumtapse, bis ich die Lösung suche. Aber das ist für mich eigentlich auch nicht so das Richtige, weil eigentlich sollt ihr ja sehen, quasi, wie ich um die Lösung mich bemühe und nicht alles offscreen machen, weil dann bräuchte ich ein Spiel auch nicht blind spielen. Also dieses Spiel hätte ich vielleicht von vornherein nicht blind spielen sollen. Aber gut, das gehört halt dazu, wenn man Let's Plays macht, dass da manchmal auch Spiele sind, wo man sich durchkämpfen muss. Also wo waren wir? Genau. Selbst die Verlage sind drauf und dran zu kapieren. Ein Suhrkamp oder ein Fischer Verlag, die können es sich nicht leisten, dass Thalia quasi sie komplett aus dem Sortiment streicht, nur weil sie Thalia nicht die Rabattierung geben, die Thalia gern hätte. Was meiner Meinung nach schon eine verdammt dreiste Sache ist und Genau, was ich dachte. Es Machtausnutzung sind auch neue Bandagen, die ähnlich aussehen wie die, die ich vorher gefunden habe. unglaublichem Niveau, Genau, was ich dachte. Finde ich nicht Es sind neue richtig. Bandagen, die ähnlich Und aussehen ich wie die, die finde, ich hier vorher sollte gefunden eigentlich, habe. oder hier müsste auch dieser Monopolstellung so ein bisschen Riegel vorgeschoben werden. Weil sonst wird es wirklich keine kleine Buchhandlung mehr geben. Kleine Buchhandlungen lohnen sich einfach dann nicht mehr. Und dann werden wir halt nur noch Ketten haben. Was einfach sehr schade ist. Und was die Beratung dann auch angeht, weil Mitarbeiter in der Thalia-Buchhandlung, ey, ganz ehrlich, habt ihr euch mal da reingesetzt und habt euch beraten lassen? Das funktioniert nicht. Die sind so unterbesetzt und haben so viel zu tun, die legen euch 3 Bücher hin, ihr sagt irgendwie, ja, ich hätte gern ein Fantasy-Buch für meine Nichte zum Geburtstag, die legen euch 3 Bücher hin und dann gehen die wieder. Und dann müsst ihr selber schauen, welches davon euch gefällt. Also gut, so extrem ist es nicht unbedingt in allen Filialen, aber ich habe in mehreren Filialen genau solches Verhalten von Mitarbeitern gesehen. Auch in anderen Ketten, also es ist nicht nur Thalia, es sind auch Meiersche und wie sie alle heißen. Weil es halt nicht anders funktioniert. Die können nicht anders mehr arbeiten. So, und eine richtig lange, intensive Beratung von kompetenten Leuten, das habt ihr halt nicht mehr. Und dann ist natürlich klar, dass die Leute ins Internet so ein bisschen auch abhauen, weil da liest man sich dann einfach von irgendwelchen selbsternannten tollen Literaturkritikern irgendwelche Meinungen durch, aber teilweise, also mir stellen sich die Haare auf, wenn ich Kritiken von Büchern auf Amazon lese oder so. Das ist ein Graus, das ist wirklich, 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 oh Gott, ich kann nicht mal in Worte fassen, wie schrecklich das für mich ist oder wie furchtbar ich das empfinde. Ich weiß nicht, kann ich hier vielleicht auch irgendwie einfach mal alles mit einem ausprobieren? Verschlossen. Habe ich das schon gemacht überhaupt? Verschlossen. Das funktioniert halt überhaupt nicht Verschlossen. so. Selbst in der kleinen Buchhandlung Verschlossen. ist es teilweise so, dass man natürlich nicht die Verschlossen. Beratung kriegen kann, weil
Wenn man, sagen wir mal, eine kleine Buchhandlung mit zwei Mitarbeitern hat, die können nicht alle Bücher kennen. Verschlossen. So, aber man erwartet es natürlich und man gibt als Buchhändler auch sein Möglichstes. Ich habe Beratungen gemacht. Es war unfassbar, wenn dann später irgendwie 3-4 Tage hinterher Leute zu mir kamen, sich immens bei mir bedankt haben, weil das Buch, was ich ihnen geraten habe, der totale Hit war und die beschenkte Person total glücklich war. Oder wenn dann irgendwie ein wichtiges Buch nicht kam und man irgendwie eine Lösung findet. Ich habe da wirklich tolle Erfahrungen gemacht. Natürlich gibt es auch Negativbeispiele, aber ich mach den Job echt mit Leidenschaft und Liebe. Es reicht aber nicht. So, und ich bin aber auch wirtschaftlich in meinem Denken. Und da denke ich mir halt auch, dass die kleinen Buchhandlungen, die müssen sich halt auch dem technischen Fortschritt öffnen. Die müssen halt Internetseiten, Webpräsenz, Online-Bestelldienste, E-Reader-Angebote, das muss sein. Das kann sich keine Buchhandlung leisten, darauf zu verzichten. Es tun aber welche. Und dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn man halt pleite geht. Oder wenn man eher aussieht wie ein Trödelladen, anstatt wie eine vernünftige Buchhandlung. Ich bin in Buchhandlung reingegangen, ich habe gedacht, das sieht ja gerade aus, als wären wir auf dem Trödelmarkt. So. Und es gibt halt die positiven Beispiele. Ein Mitschüler von mir damals, der hat in der Essener Buchhandlung gearbeitet, die Buchhandlung Schmidt, für die ich auch hier gerne Werbung mache, die einen sehr tollen Ruf hat, die am Wachsen ist. Der Inhaber hat inzwischen 2 Buchhandlungen, eine reine Kinder-Jugend-Buchhandlung und eine Buchhandlung rund um allgemeine Literatur, sage ich jetzt mal. Beide in der 1A-Lage, beide gut am Laufen, der macht haufenweise Aktionen, die machen eine eigene Zeitschrift, die machen so unglaublich verschiedene Sachen. Ich sag mal so, wenn wir gleich sterben, dann ist Schluss. Dann beende ich die Aufnahme für heute und warte auf Tipps. Und das sind halt so diese Positivbeispiele. Dann gibt es zum Beispiel auch so Sachen, es gibt bestimmte Genres, die besonders gut laufen, wo aber Buchhändler auch die Nase rümpfen und irgendwie sich distanzieren davon. So ist es zum Beispiel, dass Manga und Anime, oder im Buchhandel halt nur Manga in dem Fall, mit Cartoons auch so ein bisschen einer der wenigen Zweige sind, die nicht einen jährlichen Umsatzrückgang, sondern einen Umsatzzuwachs generieren. Und dennoch gibt es so viele Buchhandlungen, die quasi immer dann behaupten, ja, hier in unserer Lage, da laufen Manga nicht gut. So, das will hier keiner lesen, das will hier keiner kaufen. Das ist Unfug. Das ist so, das liegt einfach nur daran, dass wenn die Buchhandlung doch mal Manga anbieten sollte, was wie gesagt viele nicht tun, obwohl sie die Lage dazu durchaus hätten oder die Möglichkeit, die setzen sich dann dahin und beschäftigen sich nicht mit dem Thema, packen einfach die paar Bände hin, können überhaupt keine Beratung dazu abliefern. Ja, natürlich, also wenn ich ein Manga-Leser bin und ich gehe in eine Buchhandlung, wo ich quasi keine kompetente Beratung erwarten kann, dann natürlich weiche ich dann lieber ins Internet aus. So gerade die junge Leserschaft, die kann man mit solchen Sachen gut ziehen. Das nächste Genre, was wirklich eigentlich am Wachsen ist, sind Fantasy-Bücher. Fantasy-Bücher wachsen auch. Nicht so stark wie Manga, aber sie wachsen halt. Was gerade natürlich auch durch so Trends wie Harry Potter, Twilight, die Verfilmungen, Herr der Ringe-Verfilmungen, sowas hilft natürlich dem Genre momentan. Dadurch, wir machen Schluss jetzt. Dadurch wachsen natürlich diese Genre, aber die Buchhändler trauen sich nicht da dran. Und ich kann auch irgendwo verstehen, wie, weil wenn ich eine beliebige Buchhandlung Deutschland nehme, ich gehe in diese Buchhandlung rein, dann habe ich ein Mitarbeiter-Durchschnittsalter grob geschätzt von 40 Jahren, würde ich sagen. Also 40 plus. Das ist nicht immer so, das ist jetzt so pauschal natürlich gesagt, aber in 90% der Fälle glaube ich schon richtig damit zu liegen. Und das Problem ist natürlich, dass das eine Sparte von Buchhändler ist, ohne es jetzt böse zu meinen, die sich vielleicht auch überfordert mit diesen neuen Themen und neuen Genres und neuen Medien fühlen. Und die junge oder das junge Kollegial, wenn es ausgebildet wird, findet keinen Job.
Also ich bin zum Beispiel nach meiner Ausbildung im Buchhandel auch nicht wieder in den Buchhandel reingekommen, weil ich habe ja keine Berufserfahrung vorzuweisen, was dann auch wieder daran liegt, weil mir keine Buchhandlung eine Chance gibt, mich zu beweisen. Wenn ich Konzepte vorgeschlagen habe während meiner Ausbildung und meiner Ausbildungsbuchhandlung, dann kamen halt auch wieder so Sachen wie, ja, das läuft hier nicht. Statt dass man es mal versucht, nein, das läuft hier nicht. Fertig, aus. Das ist so die Aussage dann. Der Buchhandel, also beziehungsweise viele Probleme des Buchhandels sind somit im Endeffekt selbst verschuldet. Wir gehen noch ein bisschen weiter darauf ein, noch ein bisschen intensiver. Beim nächsten Mal, ich warte jetzt auf Tipps von Zenonak LP, weil, ja, an dieser Stelle bräuchte ich wirklich mal Tipps, mein guter Nonak. Du bist zwar immer fleißig dabei, Tipps zu geben, aber viele Tipps, ich, wenn ich meine Aufnahme schon gemacht habe, weiß dann immer schon so, jetzt hat er mir Tipps gegeben, dabei komme ich an der Stelle auch ohne seinen Tipp weiter, weil er mir nicht zutraut, dass ich ohne ihn nicht weiterkomme. An der Stelle brauche ich wirklich einen Tipp. Also hier hau gerne einen raus. Ansonsten hoffe ich natürlich, ihr hattet Spaß, habt Spaß mit dem, was ihr so gerade zockt, und bin ich froh, wenn wir dieses Spiel am Ende hinter uns haben und einen richtigen Sherlock Holmes spielen dürfen mit Mordfällen, die gelöst werden wollen. Das hier ist zu Recht leider, es ist meine Meinung, es tut mir leid. Es tut mir leid, wem dieses Spiel vielleicht, wer sagt, dieses Spiel ist total toll, das ist genial, das ist weiß ich nicht was. Für mich ist es zu Recht schlecht bewertet. Es tut mir leid. Cheerio, the king has left the building. Heidi ho, meine Freunde, und herzlich willkommen. Ja, das wird keine richtige Aufnahmesession. Das hier wird eigentlich nur so ein bisschen, wenn es ein Anime wäre, eine Filler-Episode. Ich habe beim Schneiden gemerkt, die letzte Folge der letzten Aufnahmesession kriegt nur so 12 Minuten voll. Und da ich am Ende dieser Session so einen Hilferuf geäußert habe, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal so 5-6 Minuten, wo ich mal unsere Situation zusammenfasse. Und sollte dadurch ein dicker Geistesblitz resultieren, der schafft, uns weiterzuführen, dann werde ich natürlich weitermachen und nicht einfach direkt aufhören. Aber ich befürchte fast, dass es nicht so sein wird. Dementsprechend schauen wir mal. Also, wir wissen inzwischen, dass wir 4 von diesen Statuen finden müssen. Es wurde uns hier in diesem einen Text gesagt, das habe ich nur bei der letzten Session verpeilt und beim Schneiden erst wieder realisiert. Da hieß es nämlich irgendwo, also irgendwo stand da was von 4 Statuen. Ich glaube, so jetzt spontan auf die Schnelle finde ich das nicht. Oder? Wahrscheinlich nicht, nee. Ich weiß nur, irgendwo hieß es 4 Statuen. Oder ich bin zumindest der Überzeugung, dass es irgendwas mit 4 Statuen hieß. Kann natürlich sein, dass ich trotzdem da irgendwie was falsch in Erinnerung habe. Da. So, 2 von diesen 4 Statuen haben wir schon. Die eine Statue war hier in dem, in dieser Schublade. Die andere Statue haben wir oben gekriegt, in einer Kammer. Wir haben hier hinten noch 2 Türen. Diese Tür und diese Tür, die beide verschlossen sind. Das Interessante ist, dass diese Tür natürlich dieses Symbol aufweist. Dieses Interaktionssymbol, will ich jetzt mal sagen. In unserer Tasche haben wir noch einen Schlüssel, von dem wir ja noch nicht wissen, was der uns eigentlich bringt, wo wir den einsetzen können. Zudem habe ich natürlich die Vermutung geäußert, weil diese Schrankwand, hier hinten sieht man es, glaube ich, so ein bisschen abstehend ist, dass vielleicht die Schrankwand sich bewegen lässt. Das Problem auch hier ist, sollte dies tatsächlich der Fall sein, ich weiß nicht wie. Also wie wir sie bewegen können. Daneben scheint es nichts zu geben, mit dem wir großartig noch interagieren können. Wir haben, ich verwende wieder den Ausdruck, alles untersucht, aber wir haben über viele Sachen die Maus streifen lassen. Wenn wir nichts übersehen haben, dann ist es natürlich so, dass wir nirgendwo diesen Schlüssel anwenden können, damit die Frage bestehen bleibt, wie wir diese Tür aufkriegen sollen.
Diese Tür können wir auch nicht mit den Gegenständen in unserem Besitz aufmachen. Das habe ich bereits versucht. Auch diese Tür lässt sich nicht auf diese Weise öffnen. Auch hier ist kein doppelter Boden und ein versteckter Mechanismus noch dabei. Hier haben wir ja zwei Schlüsse verbraucht. Wobei ich mich dann auch immer frage, wofür D und S stehen. Im Übrigen, wenn ich ein wenig komisch klinge, es tut mir leid, ich habe mich scheinbar inzwischen erkältet. Aber das soll mich jetzt von diesem kurzen Aufnahme-Session nicht abhalten. Also wie gesagt, es soll auch nur was ganz, ganz Kurzes werden. Einmal nur so die Situation zusammenfassen. In unserem Besitz befindet sich noch die Fackel, die natürlich abläuft. Wir haben immer noch diese zwei Flaschen, wobei ich nicht weiß wofür. Auch dieser Stab, mit dem wir irgendwie interagieren können oder den wir für eine Interaktion nutzen können. Auch hier ist mir nicht klar, was uns dies bringen soll. Wir haben storytechnische Hinweise. Wenn ich natürlich nicht wieder einer optischen Täuschung anheimgefallen bin. Ach, Entschuldigung, da musste ich kurz husten. Und irgendetwas Kleines übersehen habe, was ich im Kontext von etwas Großem, sprich Bild und Gabel, nicht beachtet habe oder nicht ausreichend beachtet habe, was sich dann als Schlüsselloch herausstellt, ist natürlich doof. Es könnte genauso gut sein, dass wir natürlich in diesem Raum irgendwas noch machen müssen, vielleicht hier mit dieser Wand. Jedoch glaube ich, dass er weniger, weil das Spiel eher eins ist, was einen voranführt und nicht zurückführt. Sprich, ich vermute eher, dass es wirklich diese Tür ist, die wir irgendwie aufkriegen müssen. Vielleicht sogar auch noch die, aber bei der, na, bin ich mir nicht ganz so sicher. Wir hatten schon so ein paar solche verschlossene Türen, die da nicht wichtig waren. Insofern glaube ich tatsächlich eher hauptsächlich, dass es diese Tür ist. Die Frage ist jetzt also, wie kriegen wir sie auf? Was müssen wir tun, verschlossen, um sie aufzukriegen? Auch hier kann es natürlich sein, dass irgendetwas von mir übersehen wurde, was uns voranführt. Aber das habe ich ja gerade schon erwähnt. Also gut, ich habe meine paar Minuten zusammen, die Folge ausfüllen sollten. Ich habe, glaube ich, in der letzten Aufnahmesession so bei Folge, bei Minute 12 dann am Ende, wie gesagt, diesen Aufruf gehabt. Nonak, bitte hilf mir. Dieser Aufruf bleibt bestehen. Ein Tipp wäre vonnöten, weil ich gebe es ehrlich zu, ohne Tipp würde ich in die Lösung jetzt wieder schauen. Und das will ich ja nicht, deshalb vertraue ich erst hier auf die Tipps, bevor es dazu kommt. Aber wenn ich privat gespielt hätte, hätte ich hier jetzt schon in die Lösung geschaut, weil es ist wieder so ein so, man könnte, ich könnte auch suchen bis zum sein Nimmerleinstag. 100 Stunden Sucharbeit und vielleicht mit viel Glück irgendwie zufällig herausfinden, wie es weitergeht. Aber das ist nichts, was dann im Let's Play noch irgendwie spannend wäre. Und nichts, was ich noch großartig euch antun möchte. Ich sitze hier in diesem Raum auch schon wieder 3-4 Folgen fest und es ist jetzt gut. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem, was ihr sogar zockt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Hoffentlich dann fruchtvoller. Also hoffentlich dann mit mehr Erfolg gesegnet als das, was bis jetzt hier ist. Ja, wir machen jetzt eh Schluss, also kommen wir nicht mit der Timer-Notiz. Cheerio, the King has left the building.